sieht ein bisschen gestresst aus. Bin in Taiwan, habe jetzt noch 5 Minuten bis zum Anschlussflug nach Chiang Mai, nach Thailand. Ich werde dort den Johann Meyer besuchen, der kämpft in 14 Tagen. Aber ich hoffe, ich schaffe es und ich überlebe es. Bin ich, also bin ich auch im Flieger. Der Klimaunterschied ist heftig. Also jetzt gerade aus dem Airport raus, hier in den Bus rein, hier ist es echt drückend heiß. Mal sehen, wie es dann in Thailand ist. Scheiße, ich habe gerade gecheckt, dass ich noch 3 Stunden in diesem Flieger sitzen werde. Habe ich 20 Stunden nach Thailand gebraucht und es regnet. Man glaubt es kaum. Ich habe es geschafft. I'm here. Mit Johnny Weissmüller. Du kennst Johnny Weissmüller? Ja, das sicher. Alter Schwede, kein Mensch kennt Johnny Weissmüller. Weißt du, wer Johnny Weissmüller ist? Leute, wir gehen jetzt mal was essen. Ich bin jetzt, hab ein bisschen durchgemacht. Das ist, weil mein Körper besteht zu 99% aus Dopamin und 1% Wasser. Also für mich war halt einfach wichtig, nach Thailand zu kommen wegen dem Wetter. Sonne, Strand und so. Nice. Was hast du uns bestellt? Tintenfisch mit Reis und Brokkoli. Gestern in der Variation mit Shrimps jeden Tag zweimal, weil es einfach perfekt in meinen Ernährungsplan reinpasst und günstig ist. Also eigentlich das Doppelte kostet wie ein normales Gericht auf der Straße beim Fried Rice, aber es ist eben nicht frittiert. Das Gemüse ist gedünstet und nicht frittiert und das ist nicht so einfach hier zu bekommen. Ich habe jetzt was Scharfes verlangt und dann kann man mit diesem lustigen Ding hier. Aber dann kann man damit und dann kann man damit. Das ist so scharf, dass man nicht mal sieht, was da drin ist. Das zahlt sich richtig. Da haben sie so diese Chilis reingeschnitten, das schaut ein bisschen aus wie Jugo-Stil. Das werden wir gleich auschecken, aber ich glaube, das ist nicht so dramatisch. Das Serbe in mir lacht. Na. Okay, schauen wir uns das an, das schaut schon ein bisschen giftiger aus. Er hat mich gewarnt. Ich spüre ein leichtes Brennen auf der Zunge und im Rachen und im Abgang. Aber der Serbe in mir lacht noch immer. Was hast du denn da jetzt Leibandes bekommen? Stammkunden. Lam Yai, das sind diese Thailändischen Lychee, die bricht man auch so auf. Oh, Leibandes. Sehr gut. Und die sind nur für dich, oder was? Nein. Für mich und den Koch da, du kannst. Wie oft bist du hier? 7 Tage die Woche. Ja. Also, vielleicht einmal, dass ich am Sonntag woanders hingehe, aber ich bin schon fast 7 Tage da. Und zum Mittag oder Abend dann in dem anderen Lokal, wo wir gestern waren? Am Abend meistens sind wir dort, ja. Oder wenn der Markt hat, am Mittwoch hole ich mir da irgendwas und esse im Zimmer. Okay. Na, Markt werden wir uns eh noch anschauen und am Samstag ist der Riesenmarkt, das ist die ganze Straße am Markt, oder? Ja, genau. Okay. Ja, da werden wir euch auch noch innen führen, also wenn der Straßenmarkt ist, weil das ist jetzt nicht so wie bei uns hier der Bohnenmarkt in Wien oder sowas. Der Naschmarkt ist wahrscheinlich auch klein dagegen, oder? Wenn du sagst, die ganze Straße, die ist ja riesig. Ja, schon. Ja? Na, wir werden euch das noch zeigen. Ein Riesenmarkt mit vielen Ständen, mit Essen und so weiter, also sicher lässig. Schauen wir uns noch an.